Gut, das haben wir schon gemacht. Hey! Hey. Das war's wert. Hey! Hey. Ach, wir haben den noch. Haben wir nicht weggeschmissen. Wie kommt ihr ohne den Wäschelift in dieses Stockwerk? Kommen wir nicht. Wir haben uns nur heute Morgen vor dem Frühstück abgeseilt. Wir haben uns beim Zähneputzen hinterm Spülkasten versteckt. Aha. Dem neuen Wächter fehlt einfach der Überblick über die Patienten. Das habe ich mitgekriegt. Gut. Was können wir noch so machen? Telefon. Wollt ihr einen abgerissenen Telefonhörer? Kein Interesse. Wir haben auch so schon reichlich wenig Draht zur Außenwelt. Gut. Ein Stinkdrink. Wollt ihr mein leeres Cocktailglas haben? War da etwa Stinkdrink drin? An deiner Stelle wäre ich vorsichtig damit. Es gibt seit neuestem einen Zusatzartikel im Sondermüllgesetz. Darin geht es ausschließlich um leere Stinkdrinkgläser. Na denn. Lieber nicht. Sie sind in der Überzahl. Okay, können wir sie also nicht benutzen, aber nehmen können wir Ich sie. habe leider meine Zwillingskarre nicht dabei. Schlimm. Sie gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Es sind halt nur beides sehr ungewöhnliche Eier. Wir sie gleichen sich. Naja, also gut. Dergleichen verstehe ich vielleicht ein bisschen was anderes. So, sonst noch was hier in diesem Raum? Nein. Hier können wir noch mal Pookie reden lassen. Oh, ein Lied. Ich wäre gern bei dir, ich würde dich heute gern noch sehen. Wir könnten indisch essen und danach ins Kino gehen. Doch leider Hintere wird Musik dafür stört wohl ein mein wenig. Zeitkontingent nicht reichen. Denn ich muss noch Lichtkanten zeichnen. Wir könnten in den Zoo, wir könnten an die Ostsee schwimmen. Wir könnten eine Menge tun, das mag ja alles stimmen. Doch ich bin noch am Zeichnen, werd dich dann wohl doch versetzen. Denn ich muss noch Schattenlayer setzen. Schattenlayer setzen. Schattenlayer setzen. Ganz genau. Lichtkanten zeichnen. Schattenlayer setzen. Und Lichtkanten zeichnen. Applaus. Applaus für Pookie, den genialen Sänger. Na denn. Wir schauen mal kurz, wenn wir jetzt zurückgehen. Nein, die sind noch da. Sehr schade. Ich dachte, wir sie jetzt getrennt haben. Mordi applaudiert im Stream-Chat. Ja. Gehen wir mal wieder zum Flur. Na komm, geh zum Flur. Gut, na dann. Wir brauchen auf jeden Fall deren wunderhübsche Decke. Damit wir nicht zu tief fallen. Könnt ihr uns jetzt vielleicht eure Decke? Wahrscheinlich nicht. Tja. Dann können wir hier wohl erstmal nichts machen. Ach nee, das war das Klo. Ja. Die andere Tür. Nehmen nach der Trennung. Ja. Ich müsste das auch irgendwann mal gehen. Momentan liegen sie noch drauf. Und los Die geht's. verschwinden irgendwann. Aber ja. Jetzt tun sie es noch nicht. Oh, hallo. Herr Mantel. Bist du durstig? Nein, danke.
Für das genügsame Kleidungsstück bietet der Aufzug viele Ressourcen. Was für Ressourcen sollen das denn bitte sein? Mikrobenmilch. Man kann Mikroben nicht melken. Man kann. Man muss nur mit dem Melkschemel aufpassen. Da kommt der nächste Ausgang. Gut, ich will noch nicht raus. Ich breche mir sonst alles. Da würde ich mir ja alle Knochen brechen. Ganz richtig. Da kommen wir noch nicht lang. Da kommt der nächste Ausgang. Okay, wir fahren noch ein paar Runden. Ich will mit dem Herrn Mantel noch reden. Hallo da drüben. Oh, eine neue Nachbarin. Wer bist du? Ich bin natürlich Herr Mantel. Ein merkwürdiger Name. Für einen Menschen schon. Aber ich bin... Ein Mantel, verstehe. Nicht doch, du Schmeichlerin. Ich bin lediglich ein Gehrock. Aha, und deshalb heißt auch Herr Mantel. Wohnst du etwa hier? Wieso denn nicht? Dieser Lift bietet einem Kleidungsstück wie mir jede Menge Komfort. Und worin genau besteht dieser Komfort? Naja, es gibt diese Schiene, an der Kleiderbügel aufgehängt werden können. Und es ist trocken. Wir Kleidungsstücke sind recht genügsam, musst du wissen. Seh schon. Wo fährt der Lift hin? Das kann ich leider nicht beantworten. Es gibt insgesamt 3 Ausgänge. Einer davon ist die Wäscherei im Keller. Da hat mal einen netten Ausblick. Ich habe alle 3 schon gesehen. Wohin die beiden anderen Ausgänge führen, habe ich leider vergessen. Wieso? Aha. Wie lange hängst du denn hier schon? Früher nannten sie mich Herr Toga. Tja, also der eine führt ja zu Hoti und Moti und so weiter. Und der andere führt Richtung Aufenthaltsraum und so weiter. Gibt es hier drin Motten? Mach mir keine Angst. Wie kommst du darauf? Hast du etwa was gesehen? Mir war so, als hätte sich eben etwas in den Schatten bewegt. Ach das? Das sind nur Wolfsspinnen. Davon gibt es eine Menge hier. Aber Motten? Oh, das wäre eine Katastrophe. Mein empfindliches Gewebe. Das ist wirklich ausgesprochen weiß. Womit wäschst du? Da staunst du nicht, wahr? Ich bin sehr stolz auf meine Farblosigkeit. Früher war ich mal beige. Und böse werden. Aber hier kommt so wenig Licht rein, dass die Farbpigmente aus Langeweile ausgewandert sind. Kommt nicht langsam mal der nächste Ausgang? Tja, irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass die Zeit langsamer läuft, während wir reden. Oh, da kommt er schon. Tja. Und los geht's. Hallo, Herr Mantel, da bin ich wieder. Bist du durstig? Nein, das wollen wir nicht. Für das Mikrob. Man kann. Mann. Da kommt denn. Da würde ich mir ja alle Knochen brechen. Tja, da kommen wir wohl nicht weiter. Man könnte ein tolles Gespensterkostüm aus ihm basteln. Leider hängt er außerhalb der Reichweite. Davon bin ich überzeugt. Da kommt der nächste Ausgang. Oh, okay. Noch eine Runde. Nochmal. Was hältst du von dem da, Harvey? Ein wenig zu farblos für meinen Geschmack. Bleich. Da kommt der nächste Ausgang. Und nochmal. Und los geht's. Hm.
Bist du durstig? Nein, für das... Was? Mann. Da kommt... Tja, wir brauchen halt hier die Decke irgendwo. Da müssen wir die Decke runterwerfen, damit wir drauf landen können. So kommen wir da nicht runter. Kein Empfang im Wäschelift. Wer hätte es gedacht? Da kommt der nächste Ausgang. Ich will aber noch nicht zum nächsten Ausgang. Ach Mensch. Ich wollte ihn nochmal beschmieren, können wir ihn nicht. Seine Farblosigkeit lädt dazu ein. Leider hängt er zu weit weg. Schade. Da kommt der nächste Ausgang. Bespucken können wir ihn auch nicht. Tja. Im Podosteger könnten wir noch was versuchen. Und los geht's. Mit dem kämen wir vielleicht dran. An ihn. Ich schlage keine alten Männer. Zumindest keine, die außerhalb meiner Reichweite hängen. Na komm, mit dem Polosteger kommst du doch rüber. Da kommt der nächste Ausgang. Ist doch nicht das Ding. Okay, unten brichst du dir nur die Knochen. Da würde ich mir ja alle Knochen brechen. Ist klar. Da kommt der nächste Ausgang. Okay, den Kleiderbügel können wir den wirklich nicht benutzen. Ich komme mit Kleiderbügel mit. Knifflig. Den Kleiderbügel zu benutzen, während ich daran hänge. Ja, das ist wirklich knifflig. Da kommt der nächste Ausgang. Oh, das geht ja schnell. Und los geht's. Polizei macht, das hatten wir noch nicht. Aufzugkontrolle? Ich muss Ihren Kleiderbügel konfiszieren. Das ist leider unmöglich. Ich hänge zu sehr an ihm. Ihr hängt ständig zusammen rum, hm? Wir trennen uns nur zum Waschen. Da kommt der nächste Ausgang. Aha. Da würde ich mir ja alle... Ja, sei doch mal nicht so. Tja. Ein freundlicher Herr. Und Waschmittelwerbungsweiß. Da kommt der nächste Ausgang. Schön. Naja gut, ja dann lassen wir dieses Abteil erstmal hinter uns. Tja. Wie es ab hier jetzt weitergeht. Tja. Hier kommen wir jetzt erstmal nicht raus. Ja, die Schlösser, die kriegen wir, das ist ja ohne Schlüssel. Robustes Mistding. Wir müssen irgendwie auf die andere Seite kommen. Das ist hier die Sache. Kratz. Nervös im Gesicht kratz. Man soll sich doch nicht mehr im Gesicht kratzen. Ja. Na dann. Hier wollen wir nicht rein. Oh! Petra und Peter. Die sind jetzt glücklich zusammen. Ich störe sie lieber nicht. Die wollen sicher allein sein. Na, das ist doch schön. Ich störe sie lieber nicht. Tja, bespucken. Ich störe sie lieber nicht. Gut. Noch ein bisschen Fingerfood mitnehmen. Nicht wirklich appetitlich, Fingerfood direkt neben den Toiletten aufzubauen. Hast recht. Gut, na dann würde ich mal sagen, machen wir das jetzt hier zu Ende. Ist jetzt wieder ein trauriger Ort, hier im Aufenthaltsraum zu enden. Aber gut, das muss jetzt so sein. Ich beende diesen Stream an dieser Stelle. Ja, Daumen nach oben sollte euch dieser Part gefallen haben. Eine Stunde haben wir rum. Na denn, man sieht sich im nächsten Stream, nächste Woche irgendwann.
nächstes Wochenende wahrscheinlich. Oder auch nicht. Mal schauen, wie es wird. Ansonsten habt ihr noch einen angenehmen 14. Tag. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Hatte ich auch schon gesagt. Glöckchen aktivieren. Däumchen nach oben geben. Auf die Parts und auf den Stream. Abo da lassen. Bei dem Podcast-Kanal vorbeischauen, da mal die Podcasts hören. Tja, und am allerwichtigsten, bleibt gesund, bleibt zu Hause und ja, habt einen wundervollen Tag.